Jo, können wir hier hinten eigentlich noch was machen? Ich weiß gar nicht, ich glaube, letztes Mal durfte ich hier gar nicht langlaufen. Doch, durfte ich, aber da habe ich dann auch die gleiche Sackgasse gefunden. Kurz mal hier um den Baum. Lop. Okay. Was stöhnst du denn hier rum? Voller perverser Boy, ey. Aber hier können wir nicht rein, weil das hier einfach nicht dazugehört. Okay. Aber wie kommen wir jetzt? Ich würde mich ja gerne porten. Na? So, zack, drauf und fertig. Wo sind wir eigentlich? Da sind wir. Ach stimmt, da ist ja hier wieder die Harpyienliebe. Da kurz hinporten und dann. Ja, eigentlich. Ich würde ja gerne mal zu Hause wieder mal reinschauen, wie es da so ausschaut. Okay. Kümmern wir uns weiter um die Erkundung des Baums. Des Sees. Und ignorieren das. Jetzt muss ich erstmal wieder herausfinden, wie ich hier rauskomme. Warte mal, wo war hier nicht sein Gesicht? Vorhin konnte ich doch noch seine Augen sehen, oder? Lag das an der Sichtweise von hier aus? Vielleicht habe ich ihn auch eingebildet. Oder er hat sich bewegt. Dieser Schlingel. Der war hier. Ach nee. Ich wollte gerade sagen, was macht der so noch die ganze Zeit, aber. War die Leiche. Ja, hier oben fehlt irgendwie ein Schnellport. Beziehungsweise wäre es schön, wenn der Schnellport hier oben wäre. Und man dann auch ins Haus könnte. Das wäre schön. Jetzt müsste ich hier aber eigentlich alles haben. Das war halt die Sache, die ich nochmal gucken wollte. Naja, eigentlich wollte ich gar nichts gucken. Ich wollte ja eigentlich nur den Schatz schnell abgreifen, weil ich ganz genau wusste, wo der ist. War auch sehr offensichtlich mit der Schildkröte. Und die andere, die war in diesem Superversteck, wo wir waren. Da hatten wir auch die Schatzkarte gefunden, glaube ich, dafür. Aber da war ich noch zu doof zu checken, die dann zu holen. Wir machen ja sowieso noch einen Kreislauf, vielleicht gehe ich dann unbewusst da nochmal lang, also wirklich unbewusst, das mache ich dann nicht mit Absicht. Wenn, würde ich das nämlich sowieso offscreen machen. Die Schatzjagd und generell die Erkundung. Das war eigentlich hier auch echt doof und hätten wir nicht onscreen machen sollen. Das war echt eine dumme Entscheidung. Eigentlich. Aber ich war halt neugierig und ich wollte wissen, ob es geht. So. Wo haben wir eigentlich angefangen zu erkunden? War das hier? Nee. Hier haben wir, glaube ich, angefangen. Oder hier. Eins von beiden. Dann haben wir hier die Sachen, hier haben wir die Sachen. Hier bei dem Tor mit den zwei Sachen haben wir, glaube ich, aufgehört. Da haben wir nämlich hier die Sachen gefunden. Haben nämlich hier nämlich die Schnellreise mit dem Rad, genau. Dann geht es hier weiter und dann können wir hier nämlich die Typen auch besiegen. Und dann dort auch weiter erkunden. Oh, das ist so schön. Was für Möglichkeiten einen erweitert. Oh, die reden mal nicht. Interessant. Was für Möglichkeiten einem geben, wenn man nur eine Stufe steigt. Nur eine einzige. Wenn die hier gar nicht reden, ist es doch schon ein bisschen doof. Weil die Wartezeit wird ja dadurch nicht gekürzt. Ich würde aber gerne mal hier runterspringen. Oh, ich darf. Wir springen. Wirklich? Ja. Oh je. Wie, er sagt nichts? Blöde Idee! Sein Köcher hat aber überlebt. Wollte ich nur mal festhalten. Man hat ja sonst nichts Besseres zu tun.
gegen den Typen kämpfen. Aber scheint echt nur eine Statue zu sein. So ein Scheiß. Da oben waren wir, glaube ich, oder? Waren wir da oben schon? Flammen brennen auf jeden Fall. Ich gehe mal kurz hochgucken. Schadet ja nicht. Hier dauert es ja zum Glück nicht so lange. Und wir haben währenddessen zumindest einen schönen Ausblick. Ne, gut, relativ. Ja, die Stange sieht uns jetzt nicht. Haha. So ein Stalker. Genau, hier hatten wir, glaube ich, die eine Rüstung besiegt und dann... Nee, hier haben wir schon längst was... schon lange andere Sachen gemacht. Da haben wir aber auf jeden Fall... Da will ich mir auch das Löchlein holen, das wir oben nicht mitnehmen konnten. Durften. Will ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Und ich will kurz gucken, ob wir da das Ding abzwacken können. Aber ich glaube nicht. Beziehungsweise ich glaube, dass wir das Ding schon haben. Aber so ein dauerhafter Bonus, da guckt man besser fünfmal nach. Aber ich frage mich echt, vielleicht wird der aktiviert, wenn wir die 8 Harpien haben. Dass das so als, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wir merken uns mal, bei dem Bötchen ist so ein Bäumchen. Da war er wieder. Er ist da und wieder nicht. Was bedeutet das? Hä? Wer? Alter, die Schlange. Schon ein bisschen creepy. Und das nur, weil der Typ mit der geredet Ihr hat. Ihr seid vertraut mit der Geschichte von Skull und Horty, den Bringern von Tag und Nacht? Oh ja, die wollten... Nicht ganz. Ja. Sie waren Kinder des Erzwolfes Rolfvignir, einem erbitterten Widersacher der Asengötter. Odin raubte sie als Welpen und hielt sie in den Zwingern von Asgard, um seinen Gegner in Schach zu halten. Doch als Sonne und Mond aufsässig wurden und stillstanden, sandte Odin Skull und Horty los. Mit seiner alten Magie schickte er die Wölfe in den Himmel und sie nahmen die Jagd auf. Und ihre Jagd ist lang, doch nicht endlos. Denn es wird prophezeit, dass Skull und Horty ihre Beute eines Tages einholen und verschlingen werden. Und dieser Tag wird Ragnarök sein. Die Götterdämmerung. Aber Ragnarök soll doch Odins Untergang sein, oder nicht? Warum schickt er die Wölfe trotz der Prophezeiung los? Genau das ist die Frage, Junge. Es geht immer um Kontrolle. Die Wölfe bestimmen, wann Ragnarök beginnt. Und jetzt kontrolliert er die Wölfe. Ein Kampf nach seinem Zeitplan ist ein Kampf, den er viel eher gewinnt. Gar nicht mal so doof. Gar nicht mal so doof. So. Irgendwas muss man ja machen, wenn man die ganze Zeit... Mach dich bereit! ...warten muss. Why? Ich kann auch nicht! Oh, die haben... Moment! Das sind die von oben! Steht der Stufe 9? Ich sehe es nicht so ganz. Dann kann ich auf jeden Fall schon viel besser platt machen. Aber Moment, der ist Stufe 7. Jetzt ist glaube ich wirklich Stufe 9. Kann das sein? Nee, Stufe 8 ist dann vor. Nur. Vor allem. Aber ich halte nicht nur mehr aus durch das Level Up, sondern die bekommen auch... Naja gut, ich kann ja jetzt endlich auch angreifen. Aber ich glaube, das waren echt die von oben. Ja.
So, weg mit dir. Zumindest ist das die gleiche Kombination. Du lädst deine Kacke da nicht auf. So, weg mit dir. Oh. Umgeboxt. Das war schwerer als sonst, oder? Ah, es geht eigentlich. Also dadurch, dass ich die auch so angreifen kann, ist das um einiges leichter. Wir werden auch das hier mal... Ja, das meine ich halt damit. Uns hat noch eins gefehlt. Ach scheiße, stimmt. Wieso bin ich hier nochmal hin? Hier werden nur unschöne Erinnerungen wahr. Aber ich meine, ich hätte die letztes Mal erwischt. Ich könnte wetten, dass sie richtig eklig versteckt ist, der letzte. Richtig eklig. Da ist er. Nee, keine Ahnung. Dass sie irgendwie im Außenrand rumeiert und richtig behindert hochgucken muss. Oder runter. Die Sache ist, sie muss ja hier in der Nähe sein und das Blöde an diesem Gebiet ist, diese Nähe kann überall sein. Und dann ist es auch noch so unübersichtlich. Das macht es nicht schöner. Warte, ist hier wieder eine Truhe? Ne, hier ist keine Kiste. Das macht es nicht schöner. Ich glaube, ich würde auch hier... Ich weiß nicht. Ich würde da unten schon noch gerne reingucken. Ich komme hier zwar kaum voran, aber man muss einfach gucken. Man muss einfach. Aber hier scheint nichts zu sein. Ich hätte auch irgendwie bei dem... oh, da. Da ist er. Nice. Wir müssen ja sowieso runter. Dann können wir erstmal die Sachen hier oben erledigen. Können wir auch gleich mal gucken, ob wir das... Ja, sieht so aus. Ist jetzt blau. Dann waren das echt noch die Gegner, die da drin sind. Ach nee. Ja, falsche Sache angeguckt. Der ist zweimal da. Der ist ja nett. Nee, ist eine leicht andere Kombination. Eine leicht andere. Aber ich überlebe die jetzt. Wenn ich den richtigen Knopf drücken würde. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Eine schöne Bescherung. Aber ich sollte vielleicht nicht in alles reinrennen. Aber wieso hat der eine Angriff nicht gezählt? Ich weiß wieso. Ich habe wie immer L2 und nicht L1 gedrückt. Daran wird es wahrscheinlich gelegen haben. Oh nein. Meinst du? Ich muss mal oben speichern. Mach dich bereit, Junge! Nee. 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 Jetzt hat's geklappt. Alter, wie viel Schaden ich gemacht habe. So, ja. Guck mal, wie schön der hier aussieht. Ah!
Schildtypen. Oh, das hat nicht geklappt. Und... Also ich krieg zwar hier schön viele Sachen. Aber ich frage mich gerade, ja, er hat es nämlich nicht gespeichert. Das ist es nämlich. Oh, ich hätte vielleicht nicht ganz unten langlaufen sollen. Ich möchte mal speichern und gucken, ob sich was ändert. Beziehungsweise, ich werde einfach dafür sorgen, dass ich nicht sterbe. Wie wär's damit? Nee, es wäre zu einfach. Das wäre zu einfach. So, das war irgendwie hier... Hiernach war das, glaube ich. Scheiße, jetzt finde ich die Sache nicht wieder. Atreus, hier! Hier ist er. So. Eigentlich müsste ich das alles ignorieren. So. Genauso wie eben. Naja, ich könnte es einfach rausschneiden. So ein Kack. Okay, ich darf nicht so. Wir machen jetzt sehr deutlich mehr Schaden. Also ich gehe auf jeden Fall auf Nummer sicher. Vielleicht bringt es ja wirklich was, wenn ich jetzt speichere. Dass ich zumindest die Sachen, die ich jetzt eben gemacht habe... Oh, habe ich gerade das unterbrochen? Das, ja, versteht er? Aber ich fand es interessant, dass die Gegner da unten gespawnt sind. Muss man schön Stein draufschmeißen, jetzt wo wir ein bisschen schön stärker geworden sind. Und immer. Jetzt haben wir nämlich den einen schon Half-Life gemacht. Meinst du, ich mach hier keine... Oh, shit. Was heißt? Fuck, weg. Guter Schuss! Oh, nice, einer. Die Auftrag abgeschlossen. Serienkiller auf jeden Fall. Ah, fuck. Schnell, hoch. Nur noch zwei. Das wird nicht gut enden. Ah, oh, es geht ja noch. Es geht noch. Und BAM! Weg mit dir! Mein Dude. Oh, guck mal, der ist sogar schon Half-Life nur durchs. Schon ein bisschen peinlich.
Den hätte man sie eigentlich zuerst vorknöpfen müssen. Irgendwie. Weil der nicht schwer ist. Aber die anderen waren auch nur... Ja, was heißt nicht? Die waren eigentlich auch nicht schwer. Ich war halt nur dumm und habe mich zweimal von dem roten Angriff treffen lassen. Das war halt echt dumm. Das war einfach nur dumm. Es war so ein schönes Gefühl, dass ihr jetzt auch noch erkundet, fertig erkundet zu haben. Das ist einfach so scheiße, wenn man wo reingeht und dann... kannst leider nicht mehr machen. Arschloch. Zack, Weltenschlüssel. Was jubelt der? Haben wir irgendwas perfektes Auge der Welt? Das hört sich doch sehr wertvoll an. Würde ich meinen. Ist der Loot jetzt runtergefallen? Also einmal hier. Dann auf der anderen. Ja, danke sehr. Und einmal auf der anderen Seite. Hat das hier noch gezehrt oder ist das irgendwie da oben? Das ist irgendwie da oben, aber wie komme ich denn da hin? Ah ne, hier ist er. Hier ist er. Ja. Ja. So schön, wie ich es mir erwünscht hätte. Nie erhofft hätte, so rum sagt man's. Hoppala. Bist du respawned? Nein. Das Leuchten ist ein bisschen irritiert. Eine dauerhafte Regeneration wäre cool. Oder Lebensentzug, das wäre halt, das ist glaube ich so das Perfekteste, was man haben kann. Die anderen Schaden machen und selber sich heilen. Symbol der Geschicks. Was bringt mir die Symbole, wenn er nicht sagt, was sie mir bringen? So richtig, ja. Ich habe gehört, hier ist eine Harpie drin. Ich sehe schon kommen, dass wir jede Harpie onscreen kaputt machen werden. Aber vielleicht ist ja hier gar keine Harpie drin. Sondern was anderes. Stimmt, sonst wäre irgendwas mit Kammer gekommen. Nee, war auch nur fester und nicht gehärteter. Manno. So, jetzt würde ich ehrlich gesagt einen Cut machen. Also einen Aufnahmecut. Ja. Ja. Und dann werden wir uns das nächste Mal dann dort umschauen. Irgendwie so da in der Richtung. Oh, Moment. Den Loot hole ich mir aber noch. Während der Moderation. Ich hoffe, die Aufnahmesession hat euch gefallen. Sie hat mir auf jeden Fall gefallen. Allein schon aus dem Grund, weil wir jetzt alles looten können, was wir... Da ist irgendwas im Wasser. Alles looten. Alles holen können, was wir... Wir haben jetzt quasi alles freigeschaltet, um alles zu erkunden. Und oh, das ist so ein schönes Gefühl. Und dann werden wir uns als nächstes mal die anderen Sachen angucken. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Tage. Und bis dahin, haut rein. Ciao.